Ihr wollt coole Übungsaufgaben zu diesem Video? Gibt's alles auf thesimpleclub.de. Sogar mit Lösungswegen. Probiert's direkt mal aus. Moin zusammen. Bio, das ist irgendwie gut und gesünder und besser für die Natur, aber was genau steckt eigentlich dahinter? Mit diesem Video erfahrt ihr's. Bioprodukte heißen Bio, wenn sie biologisch angebaut werden. Das heißt dann biologischer oder auch ökologischer Landbau. Es gibt verschiedene Bio-Siegel. Je nach Siegel sind die Regeln für den Anbau etwas anders. Es gibt also nicht den ökologischen Anbau, sondern viele Varianten. Es gibt aber ein paar Dinge, die alle Siegel mehr oder weniger umsetzen. Weil das Video sonst zu lang wird, schauen wir nur die allgemeinen Prinzipien an. Gut, beim ökologischen Landbau geht's um das Landwirtschaften im Einklang mit der Natur. Ziel ist es, hochwertige Produkte herzustellen und die Natur und den Boden nicht zu belasten. Das Grundprinzip ist ein geschlossener betrieblicher Stoffkreislauf. Das heißt, der Biolandwirt versucht, seine Bioprodukte herzustellen, ohne Sachen von außen dazu zu kaufen. Also sowas wie Dünger, Pflanzenschutzmittel oder Futter. Und umgekehrt heißt das, beim Anbau sollen so wenig naturschädigende Stoffe wie möglich freigesetzt werden. Also zum Beispiel weniger Treibhausgase oder Giftstoffe aus Pflanzenschutzmitteln. Alle Stoffe bleiben ja im Kreislauf, die Stoffe belasten die Natur also nicht. Gucken wir uns so einen Kreislauf mal genauer an. Fangen wir mal mit der Tierhaltung an. Ein wichtiges Prinzip ist, dass die Tiere möglichst nur selbst angebautes Futter fressen. Das Futter stammt also vom eigenen Feld. Der Biobauer kann deshalb nur so viele Tiere halten, wie er mit seinen Flächen ernähren kann. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zur Massentierhaltung. Außerdem ist im ökologischen Anbau eine tierartgerechte Haltung wichtig. Die Tiere haben also beispielsweise mehr Platz und Auslauf. Außerdem werden weniger Antibiotika verabreicht, um Rückstände im Fleisch oder in der Milch zu vermeiden. Es gilt wieder wenig rein in den Kreislauf und wenig raus. Okay, die Tiere fressen also das eigene Futter. Wie wird da jetzt ein Kreislauf draus? Mit der Düngung. Die eigenen Felder sollen nämlich hauptsächlich mit der Gülle und dem Mist von den eigenen Tieren gedüngt werden. Das heißt dann übrigens organische Düngung. Viele chemisch hergestellte Dünger sind verboten. Auf Nicht-Bio-Betrieben düngen die Landwirte eine Menge chemisch hergestellte Stickstoffdünger. Das geht im biologischen Landbau nicht. Aber Stickstoff ist sau wichtig für Pflanzen. Deshalb bauen Biobauern Superpflanzen an, die Leguminosen. Die können durch eine Symbiose mit bestimmten Bakterien, den Knöllchenbakterien, Stickstoff aus der Luft herausziehen und dann nutzen und teils auch im Boden speichern. Normalerweise können Pflanzen das nämlich nicht. Das heißt dann Stickstofffixierung. Ja, das sind drei Fs nacheinander. Zu den Leguminosen gehören zum Beispiel die Erbse, die Bohne oder Kleegras. Okay, im ökologischen Anbau wird also weitgehend auf Kunstdünger verzichtet. Stattdessen werden die Ausscheidungen der Tiere recycelt und Stickstoff durch Leguminosen bereitgestellt. Gut, also auch hier, kaum Dünger kommt von außen dazu. Deshalb kann der Boden auch kaum überdüngt werden. Ein anderes Umweltproblem auf dem Acker sind chemische Pflanzenschutzmittel gegen Unkräuter, Pilzkrankheiten oder Schadinsekten. Die sind im ökologischen Landbau auch verboten. Stattdessen probiert der Ökolandwirt von vornherein, so wenig Unkraut und Schädlinge wie möglich aufkommen zu lassen. Heißt dann vorbeugender Pflanzenschutz. Ganz wichtig dabei ist die Fruchtfolge. Das ist die Abfolge der Pflanzen, die der Landwirt auf einem Feld anbaut. Wenn man immer die gleichen Pflanzenarten anbaut, steigt das Risiko für viele Pilzkrankheiten und Schadinsekten. Viele Schaderreger befallen nämlich immer nur wenige Pflanzenarten. Wenn man dann eine andere Art anbaut, kann sich der Schädling nicht mehr vermehren. Besser ist also eine Fruchtfolge mit vielen verschiedenen Kulturpflanzen. Okay, ganz wichtig sind also vorbeugende Maßnahmen wie die Fruchtfolge. Aber was macht der Landwirt, wenn doch eine Menge Unkraut wächst oder Pilzkrankheiten auftreten? Gegen Unkraut hilft dem Biolandwirt nur eine mechanische Bekämpfung. Heißt, Unkraut wird gehackt oder weggeflammt. Gegen Pilzkrankheiten gibt es ein paar natürliche Pflanzenschutzmittel, die helfen können. Pilzkrankheiten sind aber oft ein großes Problem im ökologischen Landbau. Okay, gerade haben wir ja schon mal die Fruchtfolge erwähnt. Die ist auch wichtig für den Humusgehalt im Boden. Je mehr Humus ein Boden hat, desto mehr Nährstoffe und Wasser kann der Boden speichern. Humus entsteht aus abgestorbenem Pflanzenmaterial und anderen organischen Stoffen, wie zum Beispiel Mist. Mit der Ernte wird dem Acker dann ja Pflanzenmasse entnommen. Bei manchen Pflanzen ist das ganz schön viel, wie bei Mais oder Kartoffeln. Die nehmen dem Boden dann Humus weg. Mais und Kartoffeln sind dann Humuszehrer. Andere Pflanzen erhöhen den Humusgehalt, die heißen dann Humusmehrer.
Manche Pflanzenarten werden nur zu dem Zweck angebaut, zum Beispiel deutsches Weidelgras. Ganz wichtig für einen Biobauern ist also eine gute Balance aus Humusnährern und Humuszehrern anzubauen. So bleibt der Boden langfristig fruchtbar. Okay, soweit zum ökologischen Landbau. Was solltet ihr euch merken? Ziel des ökologischen Landbaus ist eine Landwirtschaft im Einklang mit der Natur. Der Biolandwirt nutzt die Natur, ohne sie zu belasten. Ganz wichtig ist, dass die Natur und die Bodenqualität erhalten bleiben. Das Grundprinzip ist ein betrieblicher Stoffkreislauf. Soll heißen, die Tiere fressen das eigene Futter. Die Ausscheidungen von den Tieren sind dann wieder Dünger für die eigenen Felder. Geht nichts verloren und es gibt keinen Überschuss an Dünger im Boden. Da soll nichts eingesetzt werden, was die Gleichgewichte der Natur durcheinander bringt oder den Boden schädigt. Chemisch hergestellter Dünger und chemische Pflanzenschutzmittel sind also No-Go. Außerdem wichtig für den Boden ist der Aufbau von Humus durch eine ausgeglichene Fruchtfolge. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de. Das ist übrigens unsere Lernplattform. Für alle, die es noch nicht wissen, gibt's auch im App und im Play Store und auch für Windows Universal App. Ansonsten haut rein, Leute, wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich.